Recht herzlich willkommen zur 185. Folge von Simotrans. Ja, wir sind hier wieder im Spiel. Uns hatten die letzte Runde dieses Stück Gleis noch angeguckt, wo ab hier eingleisig ist und wir diesen Zug eigentlich den Vorrang gewähren wollen, weil wir die anderen Züge, die auf der Vier-Städte-Linie waren, ja einzeln fahren lassen, kann dieser Zug ja jetzt sein eigenes Gleis haben. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was umbauen. Stopp mal. Ich glaube, hier oben, er ist ja immer in der Außenlinie. Das heißt, wir müssen hier die Züge weiterfahren lassen auf der Innenlinie. Na, ich glaube... Ach komm, wir machen gleich 160er Gleise, oder? Oder doch nur 120? Komm, machen wir erstmal das. Ja, machen wir 100. So, hier müssen wir angleichen. Einmal da und einmal da und dann sollte das darunter funktionieren. So. Noch so. So. Und so. Okay, das bedeutet, eigentlich können wir dort schon was wegnehmen. Das brauchen wir dann nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Hier kann das Signal weg. Und dann ist erstmal bis dahin alles gut. Hier unten brauchen wir das da auch nicht. Kann also auch weg. Dann kann auch das Signal da weg. Ist schon weg. Hier steht noch eins, ne? Das kann auch weg. Ups, falsche Taste. Hatten wir eben auch schon mal, ne? Obwohl, warte mal, da muss ein Signal hin, aber nur bis zum Bahnhofseingang jeweils. So, jetzt kann der bis dahin auf jeden Fall vorfahren. Das Signal da kann weg. Hier muss noch ein zweites Gleis hin. Zweiter Bahnsteig hier, nicht Gleis. Weil dann kann der da auch fahren und dort fahren. Wir müssen aber gucken, dass er da oben, der hier jetzt steht und auf freies Gleis wartet. Ja, da müssen wir gucken. Warum steht er da? Das ist es. Und... Nee, warte mal, ich muss Fahrplan haben. Dann, ach, der kann da nicht hin, weil er da hin soll. Okay. Das ist die S-Bahn Sonderhausen. Die fährt jetzt ganz da oben rum, oder was? Voll cool, oder? Ja, da müssen wir die Linie ändern. S-Bahn Sonderhausen muss jetzt Linie geändert kriegen. Und zwar muss er diesen Halt haben und den da löschen. Jetzt passt das. Jetzt müssen wir ihn nochmal gerade Fahrplan ändern. Keine Ahnung, da ist jetzt was doof gelaufen gerade. Nicht möglich, weil er schon offen ist. Versteckt sich hier im Hintergrund. Jetzt fährt er auch zurück. Jetzt passt es erstmal wieder. So, dann kann der dahin. Das ist schon gut. Dann hat er das Ziel. Aber wir müssen den nochmal anpacken. Haben wir gerade zugemacht. War vielleicht nicht die beste Idee. S-Bahn Sonderhausen ist das. Weil wir sollten uns vielleicht noch gerade den zweiten Bahnhof angucken, wo der dann da ist. Hier Straße. Der hat nämlich auch da den verkehrten Bahnhof. Der muss den haben. Und dann können wir den falschen
den wir jetzt gerade rausgelöscht haben. Und den richtigen wieder einfügen. So, dann sollte das klappen. So, jetzt haben wir ein Problem, weil der hier falsch gefahren ist. Der hätte da unten lang gemusst. Durfte er nicht, weil da wahrscheinlich irgendwo so ein doofes Signal hier noch steht. Ha, haben wir das da leider noch nicht entfernt gehabt, ne? Hinter dem Namensschild nicht gesehen, ne? Oh, das ist schlecht gewesen. Jetzt müssen wir gerade diesem Zug sagen, dass er dann doch mal drehen muss. Und zwar... Fahr du mal nochmal zurück. So, und jetzt nochmal dahin. Jetzt sollte er das schaffen. Und dieses müssen wir jetzt schnell wieder wegbauen. Das da. Schnell entfernen. So, er ist auf dem richtigen Gleis, er ist auf dem richtigen Gleis. Sonderhausen sollte funktionieren. Und da müssen wir nur gerade noch ein anderes Signal setzen. Oh, das war nicht gut. Wo sitzt denn das doofe Signal? Ist das dann hier? Ja, saß da. Ach so, das ist gar kein Signal, das ist ein Balken, der da nach oben geht. Okay, das haben wir falsch gesehen. Wir müssen gerade mal schauen, weil der fährt jetzt einen ganz großen Schlenker, dass wir den nochmal einfangen. Weil der fährt nämlich jetzt oben rum. Das wäre nicht gut gewesen. So. Ich hoffe, er ist jetzt wieder auf Linie. Und wir müssen hier aber gerade nochmal diese zwei Signale hinbasteln. Mach den dann nochmal so. Dann passt das. So, er ist natürlich auch falsch unterwegs dann. Das heißt, wir müssen den erst noch sagen, wo er hin muss. Linie ändern müssen wir dann. Sonderhausen lauter. Hirschweg. Ist dieser Hirschweg. Und den löschen wir. Dann passt es jetzt da. Jetzt gucken wir gerade nach da unten, wo der andere ist. Wahrscheinlich auch der falsche, ne? Ach, da gibt's nur einen Bahnhof zurzeit. Okay, da müssen wir dann da nochmal überlegen, was wir da machen. Gut. Hier bauen wir weiter. Und machen die Böschung da niedrig. Da brauchen wir eine Schräge. Dann passt das so, ne? Genau. Dann Gleise. Dann da auch Gleise. So passt da auch. Das machen wir mal gerade auch fertig. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das da auch so. Dann nehmen wir mal unterwegs diese Gleise alle weg, die hier kreuzen.
Ja, jetzt geht's. Der kommt auf jeden Fall auch weg. Und dann nehmen wir die Signale da vorne vor erstmal direkt hin. Die müssen ja sein und die anderen nehmen wir weg. Weil sonst können die nämlich nicht fahren. Und da ist er schon. Schnell irgendein Signal, irgendein Gleis dahin. Er fährt zum Glück aufs richtige Gleis. Und dann können wir das erst wieder wegnehmen. Und der fährt wieder da oben rum, ne? Jetzt geht's ernst. Fahren wir wieder zum Hirschweg zurück. So. Der ist erstmal richtig unterwegs und wir müssen ihn jetzt ganz schnell zusehen, dass wir hier die Signale wegkriegen, sonst klappt das nicht. So, hier geht's schon. So, da können sie fahren. Ja, lass das erstmal da so sein. Da müssen wir auffüllen. Dann können wir das Gleis durchziehen. Passt erstmal. So, hier haben wir einen Bahndamm. Ja, wir müssen den See auffüllen, hat anders keinen Sinn. Oder wir machen diese Kante hart hier so. So passt's dann. So dadurch. Und Bahndamm. Wird gerade gebaut, fertig. So, das läuft. Jetzt müssen wir ihn nur gerade einfangen. Weil wir den Fahrplan brauchen. Da müssen wir die Linie ändern. Und dann muss das dazu. Und der Oro muss gelöscht werden. Dann passt's. So. Und dann ist hier ja für den einen sowieso Schluss. Ja. Und dann brauchen wir nicht mehr machen. So, das bedeutet Signale nochmal setzen. Diese beiden hier. Geht da nicht. Muss erst die Gleise da weg. Und dann muss da das hin. Und die anderen müssen schnell weg. Ne, das nicht. Das. Oh, das war falsch. Das musste bleiben. Wieder hinsetzen. Passt. So. Und dann kann das noch weg. Okay, hier müssen wir gerade noch welche wegmachen. Oh, hier unten ist schon fertig. Und dann diese beiden auch weg. So, und jetzt wollen wir hoffen, dass das Schweinetaxi oben fährt. Nein, tut's natürlich nicht. Das bedeutet, schnell da ein Gleis machen. Und er fährt hoffentlich darüber. Fährt er nicht, weil kein Signal da ist. Und jetzt bitte hochfahren. Macht er nicht. Das bedeutet aufrufen und Fahrplan ändern.
Warum fährt denn der da? Ach so, weil er da noch kreuzen kann, dann passt das ja noch. So. Das weg. Ich sehe schon 160er. Ist das nicht? Das ist da 210er. Und dann das Signal da weg. Das war damit. Achso, diese 160er stehen da immer noch nicht, ne? Naja, ist egal jetzt. So, er bleibt da. Der ist da. Und darf auf gar keinen Fall hier rüber wechseln. So, das ist erstmal richtig. Und sollte bis dahin auch funktionieren. Da ist nur einer drauf und das sollte auch so richtig sein. Ich glaube, da können wir mal ein bisschen was wegnehmen hier, ne? So sieht's doch besser aus, ne? Eigentlich braucht da gar nichts stehen, weil sowieso klar ist, wo die langfahren müssen, ne? So. Dann machen wir besser hier nochmal und da nochmal ein Signal. Und dann ist es, glaube ich, jetzt geregelt, oder? Ja, der fährt da ein. Hat den auch wahrscheinlich überholt. So, dann haben wir diese Linie erstmal soweit fertig. Und machen noch dieses Signal weg und das Signal weg und das Signal weg. Hier, das sieht auch so doof aus. Keine Ahnung, wo die für mal waren, aber jetzt sind sie weg. Und da fährt sowieso nur noch ein Zug. Also ein theoretisch kann sogar das zweite Gleis hier weg. Gut, okay. Hier, das sieht ja ganz krass aus, ne? Was muss denn da weg, dass das funktioniert? Das, oder? Also geht schon erstmal. Ja, lassen wir erstmal so. Gut, dann haben wir das jetzt soweit geschafft und jetzt sollte unsere Geschichte hier soweit so gut sein. Der hat den überholt, der hat den überholt und ich hoffe, er ist auch voll. Er ist auch voll, das ist auch gut. Wir haben auf der einen Seite jetzt die Bimmelbahn fahren und auf der anderen Seite den Schnellzug. Und wie sieht's hier aus? 24 ist mit 2600 Miese am Fahren. Das ist jetzt nicht so der Held. Wo ist der andere? Der fährt gerade hier los. Und mit 57 von 104 unterwegs. Das ist jetzt eine Buslinie, die da besser versorgt wird oder werden muss. Mhm. Der Bus hat, oder die beiden Busse haben gerade was gebracht, deswegen stehen da schon welche. Das ist also soweit gut. Er bringt jetzt da welche hin, fährt das Gleis rein, okay. Wir jetzt überlegen, das zu ändern. Weil gefällt mir besser, wenn der auch da reinfährt und der nicht den anderen blockiert. Gut, haben wir. Er fährt jetzt zum Kindergarten mit 104 Passagieren, fährt auch Plus ein, das ist auch alles gut.
Da müssen wir nächstes Mal dran arbeiten an dem. Er fährt jetzt hier rein. Achso, der ist das, ne? Jo. Das war der, der ja nicht so viele Passagiere durch die Gegend fährt. Er fährt lobvoll, ne? Ja, fährt er. Und er hier fährt mit 19 durch die Gegend. Ist aber in den schwarzen Zahlen zurzeit noch. Gucken, wie er andersrum läuft. Da war der andere, der von da oben kommt. Der hat 104 geladen. Er kommt jetzt an und lädt wie viel ein? Keinen. Das heißt, da ist überhaupt nichts Sinniges bei. Muss man überlegen, die Stadtbahn runterzunehmen. Sonderhausen-Lauter. Macht Sinn, zwei Bahnhöfe in einer Stadt zu haben? Das ist die Frage, ne? Eigentlich eher nicht. Ist aber jetzt erstmal so. Gut. Er hat 104 und fährt weg mit wie viel? Er fährt gerade mit 104 weg, okay. Der ist der zum Kindergarten fährt, genau. So, dann fährt er. Als nächstes der dann. Sub, den wollte ich nicht. Wer ist dann? Dann ist er nicht, sondern dann ist er. Und Floto Sonderhausen ist er dann. Und der letzte ist dann gar nicht auf dem Plan. Der ist gar nicht mit offen. Das ist der, der jetzt hier gerade wegfährt. Das ist der letzte. Er fährt mit 304 durch die Gegend. Und fährt auch mit 304 weiter, 84 weiter. So, bis auf diesen hier sind alle im Plus. Während ich mich frage, ob dieser im Plus bleibt und dieser im Plus bleibt. Floto Sonderhausen. Ja, da fährt auch der lange lang, ne? Und der ist seltener unterwegs, ne? Ja. Würde ich sagen, lassen wir erstmal so. Nächstes Mal gucken wir uns nochmal genau die Strecke an und müssen dann nochmal abwägen, was gut oder was schlecht ist. Müssen wir dann mal gucken. Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich die nächste Folge hochlade. Und Kommentarfunktion nutzen wäre super. Schreibt da unten mal was rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.